Moin Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Mangu, für die, die mich noch nicht kennen. Und ja, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu diesem Video. Ich habe mich endlich entschieden, ich habe schon mal einen Motovlog gemacht. Heute geht es nämlich dem Heck an den Kragen. Und es war echt ein langer Entscheidungsprozess, aber ich habe mich wirklich jetzt gründlichst nochmal damit auseinandergesetzt und mich echt dafür entschieden, dieses gesamte Paket hier einmal weg. Und nicht nur einfach so mit einem Standard irgendwie Kennzeichenhalter-Kit oder so. Nein, natürlich muss ich es kompliziert machen. Ich habe mich informiert und verschiedene Kits angeschaut. Und dann gibt es irgendwie welche mit dem Rücklicht, dann gibt es welche ohne und mit so einem Abstandsding und keine Ahnung was, pipapo. Hat mir am Ende alles nicht wirklich gefallen, deswegen habe ich jetzt so eine eigene Variante. Mir so ein bisschen zusammengebastelt aus verschiedenen Bauteilen, Kennzeichenhalter, Rücklicht etc. Natürlich ist alles legal, also es wird alles am Ende fertig legal sein und das gesamte Heck wird einfach mal weg sein. Heute ist das Paket angekommen, mega geil, ich gehe es mal eben holen. So, so sieht's aus, also da ist der Kennzeichenhalter drin, natürlich ist alles so ein bisschen einzeln angekommen. Ich habe noch Blinker bestellt, ich habe noch hier sogar so ein Katzenauge bestellt und ein extra Rücklicht. Wobei jetzt bei dem Kennzeichenhalter ist sogar ein Rücklicht mit dabei. Die Firma heißt Depreto Moto Racing. 100% made in Italy. Hier steht es auch nochmal, das ist eigentlich auch street legal. Das Einzige, was jetzt für den deutschen Markt tatsächlich fehlt beim Kennzeichenhalter, ist das Rücklicht. Ansonsten ist alles mit dabei, sogar ein Rücklicht mit E-Nummer. Und es ist wirklich eines der besten, das war so gut verpackt. Also es ist krass, wirklich. Ich zeige euch gleich, woraus das Ganze besteht. Übrigens, Freunde, bevor ich es vergesse, lasst unbedingt einen Daumen da, abonniert den Kanal zum Supporten. Das würde mich mega freuen, das würde den Kanal supporten und pushen. Also wir haben hier einmal von Shinyo Blinker, einmal für vorne und hinten. Ey, das ist ein Vergleich wie Tag und Nacht, wie klein diese Blinker sind im Vergleich zu den Originalblinkern. Ja. Die waren auch nicht so teuer. Ja, dann das Rücklicht, beziehungsweise der Reflektor, der ist eigentlich zum Aufkleben mit 3M-Kleber einfach super easy. Hier steht von Daytona, keine Ahnung, ob das wirklich von Daytona ist, aber auch eine E-Nummer drauf. Da müsst ihr drauf achten, wenn ihr sowas kauft, da muss eine E-Nummer drauf sein. Jetzt kommen wir zum Kennzeichenhalter. Das sind die Bauteile. Wir haben hier verschiedene Alu-Bauteile. Die sind auch, fühlen sich wirklich wertig an. Also wirklich alles gut produziert vom italienischen Hersteller. Und hier ist das originale Licht. So einfach Standard mit Kennzeichenbeleuchtung hier unten auch noch. E-Nummer ist auch drauf. Also alles so, wie es sein soll. Und das Licht finde ich jetzt einfach nur nicht so schön, weil es halt einfach transparent ist und hell ist. Deswegen haben wir einfach ein anderes Licht geholt. Und zwar das hier, das packe ich einmal aus, ist im Prinzip dasselbe Licht, also wirklich eigentlich schon fast eins zu eins dasselbe Licht. Also die Form ist ein bisschen anders tatsächlich. Hier sind nämlich die Kennzeichen-LEDs oben und hier sind die Kennzeichen-LEDs im Prinzip unten. Finde ich so cooler, ehrlich gesagt. Genau, ansonsten von den Schrauben her passt es auch, sollte also problemlos hier an den Kennzeichenhalter passen. Und hier ist natürlich auch Kennzeichenleuchten drauf, sowie eine E-Nummer. Also auch das sollte kein Problem darstellen. Nices Paket und wirklich das gesamte Ding nicht so teuer, wie wenn ihr ein fertiges Paket holt, ohne customizable Rücklicht, ohne Blinker. Von daher würde ich sagen, geiler Deal und ich hoffe, das passt alles so auf das Bike. Das finden wir jetzt heraus. Oh. Das hat einfach geklemmt, Alter, WTF. Spaß beiseite, Leute. Natürlich machen wir es nicht mit der Flex. Okay, Leute, also ich benutze einen ganz normalen Knarrenkasten, eine Spitzzange. Ansonsten habe ich noch ein paar Ring-Maulschlüssel da. Schrumpfschläuche sind auch dabei, falls wir mit der Verkabelung wieder arbeiten müssen. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit der Demontage des Hecks. Also ich habe jetzt keinen Plan. Ich würde das jetzt einfach so frei Schnauze eigentlich angehen und gucken, dass es wirklich Plug and Play ist. Ich denke mal, das Erste, was man machen sollte, ist einmal die Sitzbank runter. Das gesamte Heck muss ab. Ich würde gleich mal anfangen, eigentlich Kennzeichen abmontieren, dann hier das abmontieren, die ganzen Schrauben losmachen, hier die Schrauben losmachen, hier die Schrauben losmachen, hier die Schrauben losmachen. Und unten auf der unteren Seite vom Heck ist auch nochmal ein Plastik, was auf jeden Fall auch runter muss, denke ich. Und dann sind wir, was Heck angeht, ready to go. Von daher würde ich sagen, jetzt ist erstmal Schrauben angesagt. Okay, Leute, ich habe es mir jetzt mal ein bisschen genauer angeschaut und ich würde sagen, was wir jetzt doch eher zuerst abmachen, ist auf der Unterseite vom Heck die Schrauben.
Und dann kommt euch das Plastik schon entgegen. Okay. Und da seht ihr schon die Verkabelung der Blinker. So, es geht gerade um diese vier Schrauben. Da, da, da. Das Heck ist uns tatsächlich entgegengekommen. Ich würde mal behaupten, dass hier das Bordwerkzeug eventuell auch runter muss, weil da drunter wahrscheinlich die Verkabelung ist. Wir werden jetzt trotzdem einmal das Plastik hier abmachen und gucken, ob vielleicht hier drunter die Verkabelung liegt. Wenn nicht, dann muss das Bordwerkzeug tatsächlich auch mit runter, damit wir hier an die Verkabelung drankommen. Zack. Und wie wir sehen, die Verkabelung führt hier vom Heck, Blinker, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte meine ich, und Bremslicht führt komplett hier unter das Bordwerkzeug. Okay. Das erleichtert uns schon mal das Leben hier, was die Kabel angeht. Alles klar, dann müssen wir jetzt einfach mal die Kabelstränge zurückverfolgen. Okay Leute, da hier jetzt in dem Set nicht die Kabelverbindung zu den Originalsteckern mitgeliefert werden, werden wir das jetzt so machen, dass wir von dem Originalheck die Kabel durchschneiden und dann die Kabel von unserem neuen Setup da dran bauen, damit wir die Steckverbindung nicht neu kaufen müssen einfach. Weil das alte Heck, das benutze ich eh nicht mehr, deswegen kann das erstmal weg. So, und ab hier gibt es dann auch kein Zurück mehr. Zack, fertig. Autsch. Bevor wir das Heck jetzt verbauen, würde ich einmal kurz Strom testen. Das heißt, wir gucken, ob wirklich auch, wenn wir das Ganze verkabeln, die neuen Lichter auch funktionieren. Okay Leute, kurzer Zwischenstand. Ihr seht, es ist ein Gewusel. Ich habe jetzt alles verkabelt. Hier ist das Bremslicht sowie der Kennzeichenlicht verkabelt mit den drei Kabeln. Wir sparen uns hier vielleicht sogar ein bisschen Arbeit, weil Kennzeichenlicht mit dem Bremslicht zusammen verbunden ist. Kann es sein, dass wir da nicht nochmal das extra Kabel, was hier jetzt zum Beispiel für das Kennzeichenlicht liegt, legen müssen. Das ist auch schon mal einmal ein Kabel weniger legen. Dann haben wir hier einmal den Blinker links. Das hier ist der rechter Blinker. Wenn ihr jetzt das Ganze testet, achtet darauf, dass bitte alle metallischen Kabelverbindungen hier nicht am Rahmen anliegen, damit ihr hier keinen Kurzschluss macht. Ich habe jetzt mal kurz drüber geschaut und alles liegt hier in der Luft. Und ja, wir werden das jetzt mal testen und hoffentlich klappt das. Gut, das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Let's go. Okay. Warum leuchtet der Blinker? Also Bremslicht funktioniert, Kennzeichenleuchte funktioniert auch. Da sparen wir uns auf jeden Fall schon mal die Arbeit mit. Blinker links. Das sieht aus, als bräuchten wir ein Relais. Und Blinker rechts. Jo, wir brauchen auf jeden Fall ein Relais. Aber ich frage mich, wieso hier das Licht durchbrennt jetzt. Bremslicht. Okay, hier stimmt was nicht. Wenn ich den Bremslichtschalter betätige, leuchtet die Kennzeichenleuchte heller, aber nicht das Bremslicht. Das ist jetzt erstmal nicht das Ziel. Das heißt, hier müssen wir mal gucken, dass wir da die Kabel richtig machen. Zweiter Test. So, jetzt geht es mir erstmal nur ums Bremslicht. Das haben wir jetzt richtig gemacht. Sehr gut. Das heißt, hier sind die Farben schon mal vertauscht. Also gelb kommt an blau, rot an gelb, schwarz, schwarz. Okay. Mann, warum leuchtet denn der Blinker die ganze Zeit? Okay, Freunde, nächster Test. Ich bin ein bisschen doof gewesen. Ich habe die Kabel vorhin falsch zurückverfolgt und dann falsch markiert. Deswegen hat der eine Blinker gerade auch die ganze Zeit durchgeleuchtet, weil es nicht der Blinkeranschluss war, sondern es war der Anschluss für die Kennzeichenleuchte. Deswegen. Ihr seht, ich mache Fehler und ich zeige sie euch auch, damit ihr sie nicht macht. Deswegen jetzt nochmal die Kabel richtig gelegt und hoffentlich passt jetzt alles. Also let's go. Einmal kurz checken, dass keine Kabel anliegen. Hier ist frei, hier ist frei und hier ist frei. Alles klar.
So. Schon mal kein Blinker, der komplett die ganze Zeit durchleuchtet. Da muss auf jeden Fall, denke ich mal, noch ein Relais nachgerüstet werden. Das mache ich nicht heute, ich habe keine da. Ja, und dann würde ich sagen, können wir das Heck jetzt schon mal verbauen. Dann die ganze Kabelgeschichte machen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, alle Blinker, Lichter funktionieren. Jetzt können wir alles nochmal abmachen. Am besten vorher nochmal Fotos machen. So, ich zeige euch mal einen kleinen Zwischenstand. Und zwar ist der Kennzeichenhalter schon dran, wie ihr sehen könnt. Und schaut euch mal an, wie kurz das Ganze geworden ist. Also das ist ja mal richtig, richtig, richtig schön. Wir haben einmal Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung darunter, funktioniert auch. Habe ich jetzt alles verkabelt, wie ihr seht. So, und das ganze Blech hier vom Kennzeichenhalter, das wird eigentlich nur an 4 Schrauben befestigt. Und zwar seht ihr es von hier unten ganz gut. Da einmal die beiden hier und hier, der hier und auf der anderen Seite auch nochmal. Von oben sieht man das auch ganz gut. Hier einmal direkt am Rahmen, da direkt am Rahmen und hier die beiden direkt am Rahmen. Das ist super fest, sieht super gut aus und ist auch eigentlich ähnlich gut wie der originale Spritzschutz. Wir haben hier natürlich am Rahmen ein bisschen Luft, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ich freue mich schon, wenn das Ding fertig ist. Ich habe nur jetzt die Befürchtung, dass die Blinker, die hier eigentlich ja dran sollen, also das hier ist für den Originalblinker gedacht, also das würde auch passen. Jetzt habe ich natürlich diese Shinyo Mini-Blinker drin und das könnte dann etwas problematisch werden. Wir schauen mal, wie wir das hier lösen. So Freunde, der Heckumbau ist soweit dann fertig. Es funktioniert alles. Ich müsste nur noch die Relais einmal für die Blinker machen und die Halter, dass hier natürlich der Blinker auch richtig sitzt, weil so wird er hundertprozentig abvibrieren. Ansonsten würde ich sagen, kommt jetzt die Sitzbank wieder drauf. Wir haben alles wieder zu und festgeschraubt und ich freue mich schon auf den Look. So. Shit! Oh, sieht das geil aus. Das sieht so clean aus. Ich guck mal, ob ich den alten Kennzeichenhalter noch so halbwegs zusammengebaut bekomme, dass ihr das mal... Dieser riesige Oschi, ich glaube ungefähr so. Alter Schwede, also wirklich. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Kennzeichenhalter ist auch verstellbar, wie ihr seht. Oh, jetzt habe ich mein Kennzeichen natürlich komplett verbogen. Ups. Genau, also vorgeschrieben in Deutschland ist 30 Grad vom Winkel her. Ja, ich denke mal, das erreichen wir auf jeden Fall. Ansonsten sieht das schon sehr geil aus, sehr tight. Wirklich mega schön, also wirklich hier und dann nichts. Also wirklich richtig geil. Ah, das gefällt mir richtig gut. So Leute, willkommen. Neuer Tag, neuer Versuch. Na, was heißt Versuch? Letztes Mal hat schon gut geklappt, würde ich sagen. Das Heck ist ja soweit montiert. Wir hatten jetzt nur ein Problem und zwar mit den Blinkern. Deswegen habe ich jetzt Spacer besorgt. Das werden wir jetzt mal anmontieren und dann haben wir die Blinker hinten schon mal fest. Und dann mache ich die vorne auch noch. So Leute, kurzer Zwischenstand, also ich musste meine Verkabelung wieder komplett durchschneiden und lösen, was ja eigentlich klar war, weil die Mutter sonst nicht durch die Verkabelung passt. Deswegen, ihr müsst das so machen, Blinker durch die, also erstmal die Mutter vom Blinker rausnehmen, dann den Blinker durch den Spacer, den ersten, dann durch, durch den Kennzeichenhalter und dann den zweiten Spacer rein und dann kommt die Mutter zuletzt. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr die Verkabelung. Ich habe das zu früh gemacht, muss jetzt quasi doppelt arbeiten. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt fertig und dann let's go. So Leute, es ist wieder alles verbaut. Bordwerkzeug ist dran, Schloss für den Sitz ist auch dran, Verkabelung ist fertig soweit. Und ja, erster Test, wir gucken mal. So, Bremslicht funktioniert. Und Blinker links und Blinker rechts funktioniert auch. Warnblinklicht funktioniert auch. Perfekt. Richtig geil. Heute ist sogar das Relais angekommen. Können wir gleich auch die Blinksequenz richtig machen. Relais tauschen ist mega einfach. Ihr müsst dazu nur hier die 3 Schrauben einmal lösen oder öffnen. Müsste euch das Relais schon entgegenkommen. Das hier müsste es sein.
Ja, so, das ist das Relais. Das ist einfach hier so ein Verschluss, den man zurückdrücken muss. Und dann könnt ihr den rausziehen. So, zack. So. Gut, okay, ich sehe gerade, dieses Relais hier wird ohne diese Halterung mitgeliefert. Das Ganze wird aber mitgeliefert mit so einem Klebepad und einer Schraube. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo diese Schraube hin soll. Deswegen kleben wir das Ganze einfach mal fest und hoffen, dass es hält. Ach, bevor wir es festkleben, sollten wir es erstmal testen. Genau. So, Karre ist an und Blinker links. Perfekt. Das sieht doch mal schon mal gut aus. Klebepad auf der einen Seite. Zack. Fertig. Relais ist dran. Und dann verstecken wir das Kabel noch irgendwie hier so. Alright, Freunde, danke, dass ihr bei diesem Umbau dabei wart. Ich hoffe, es war verständlich und es war cool und es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg, wenn ihr diesen Umbau auch machen möchtet. Und wie gesagt, alle Produktlinks findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren. Und das würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.